Und abends wird in gemütlicher Runde zusammengesessen. Den edlen Hessen, die wir hier zu Gast haben, ein dreifaches Heiz! Tor! Heiz! Tor! Heiz! Tor! Und wenn Sie noch ein ausgeben sollten, das saufen wir am liebsten! Oh! Oh, macht Wärme! Am nächsten Morgen starten über 40 Fahrzeuge in verschiedenen Gruppen zur letzten Etappe nach Brokstedt. Das bedeutet erst einmal rüber über die Elbe. Die Frühaufsteher sind dann auch als Erste an der Anlegestelle angekommen und werden auf der Fähre bereits eingewiesen. Während die Spätaufsteher noch gemütlich frühstücken und hinterherfahren müssen. Fasziniert von dem Anblick unterbricht der Jungbauer seine Arbeit. Angekommen in Schleswig-Holstein weisen die Hinweisschilder den Weg zum Speedway-Stadion nach Brokstedt. Aus allen Richtungen strömen die Oldtimer-Liebhaber herbei.